Viele westliche Politiker und auch Sie haben große Sympathien für die Regierungsgegner, für die Demonstranten und deren europäische Ziele. Wie weit geht Ihre Sympathie? Schließen Sie da auch den Wunsch nach einem Machtwechsel ein? Wir sind ja hier nicht, um Partei für eine Partei zu ergreifen, sondern wir ergreifen Partei für europäische Werte. Und wenn wir uns für europäische Werte engagieren, dann ist es natürlich schön zu wissen, dass eine große Mehrheit auch der Bürgerinnen und der Bürger der Ukraine diese europäischen Werte teilen wollen und den Weg in Richtung Europa fortsetzen möchten. Und das freut natürlich jeden. Das erfreut das Herz von jedem überzeugten Europäer. Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung, dann wird man nicht umhinkommen, an einigen Stellen auch Souveränität, Rechte an andere abzugeben. Das heißt, dass andere internationale Organisationen uns dann bestrafen können, wenn wir irgendwas nicht einhalten. Dass ein ukrainisches Parlament, das überhaupt nicht gewählt ist, das unter einer Übergangsregierung ist, von wem eigentlich? Eine Übergangsregierung, die sich selbst ernannt hat, mit Leuten dabei, mit der Svoboda, mit einer rechtsextremen Partei, die, wenn man sich das mal anschaut, was sie da abziehen, die NPD wie einen rechten Mückenschiss aussehen lässt. Von unseren Politikern hier in Deutschland als die Helden der Zukunft, weil sie in Anschluss an die NATO fordern. Deshalb mag man sie. Also eine nicht legitimierte Regierung, die sich einfach mal selbst ernannt hat, die einen Putsch gemacht hat, die sich um eine extrem rechtsextreme Partei schart, die wird als legitim eingesetzt. Mit der macht man Verhandlungen, mit der schließt man Verträge. Zbigniew Brzeziński, geboren am 28. März 1928 in Warschau, ist ein polnisch-US-amerikanischer Politikwissenschaftler und gilt neben Henry Kissinger als graue Eminenz unter den US-amerikanischen Globalstrategen. Von 1977 bis 1981 war er Sicherheitsberater von US-Präsident Jimmy Carter. Heute ist er Professor für US-amerikanische Außenpolitik an der School of Advanced International Studies der Johns Hopkins Universität und Berater am Zentrum für strategische und internationale Studien in Washington DC. Daneben betätigt er sich als Berater für mehrere große amerikanische und internationale Unternehmen. Nach dem Besuch der Loyola High School in Montreal studierte er 1945 an der McGill Universität, um seinen Bachelor- und Masterabschluss zu erwerben, die er 1949 und 1950 erhielt. Seine Masterthesis untersuchte die unterschiedlichen Ethnien innerhalb der Sowjetunion. Brzeziński promovierte daraufhin an der Harvard-Universität bei Mel Feinsod. Seine Dissertation untersuchte die Sowjetunion und die Zusammenhänge von Oktoberrevolution, Wladimir Lenins Staatsmodell und den Aktivitäten Josef Stalins. 1953 wurde Brzeziński promoviert. Später arbeitete er auch mit Karl Friedrich zusammen, um ein Konzept von Totalitarismus zu entwickeln.
Dies half ihm 1956, die sowjetische Politik genauer und wirkungsvoller darzustellen und zu kritisieren. Als Harvard-Professor kritisierte er Dwight D. Eisenhowers und John Foster Dulles Politik des Rollback. Der Antagonismus werde Osteuropa stärker zur Sowjetunion drängen. Der Aufstand vom Dezember 1970 in Polen mit dem polnischen Oktober und dem ungarischen Volksaufstand im Jahre 1956 bestätigten Brzezinskis Vorstellung von einer graduellen Abschwächung der sowjetischen Vorherrschaft durch die Osteuropäer. 1957 besuchte er Polen zum ersten Mal seit seiner Kindheit. Der Besuch bestätigte sein Urteil über die tiefen Spaltungen innerhalb des Ostblocks. Er entwickelte hieraus sein Programm des Peaceful Engagement, worunter er einen friedlichen Wettbewerb um Einfluss in Osteuropa verstand, den er gegen das sowjetische Verständnis friedlicher Koexistenz abgrenzte. 1958 wurde er US-amerikanischer Staatsbürger. Trotz jahrzehntelangen Aufenthalts in Kanada und der dortigen Anwesenheit von Familienmitgliedern wurde er niemals kanadischer Staatsbürger. Als Brzezinski 1959 keinen Lehrstuhl in Harvard bekam, zog er nach New York, um an der Columbia University zu lehren. Hier schrieb er sein Werk Soviet Bloc – Unity and Conflict, das Osteuropa seit Beginn des Kalten Krieges thematisierte. Er war auch Hochschullehrer der zukünftigen Staatssekretärin Madeleine Albright, die wie seine Ehefrau tschechischer Abstammung ist. Er war auch Albrights Mentor während ihrer frühen Jahre in Washington. Er wurde Mitglied des Council on Foreign Relations in New York und trat der Bilderberg-Konferenz bei. Im August 2007 unterstützte Brzezinski die Wahl Barack Obamas. Er stellte fest, Obama erkenne, dass Amerikas Rolle in der Welt ein neues Gesicht, eine neue Richtung und eine neue Definition braucht, und bemerkte: Was mir an Obama gefällt, ist, dass er versteht, dass wir in einer völlig anderen Welt leben, in der wir uns eine Vielfalt von Menschen und Kulturen einstellen müssen. Im September 2007 präsentierte Obama Brzezinski während einer Rede über den Irakkrieg als einen unserer bedeutendsten Denker, aber einige israelfreundliche Kommentatoren stellten seine Kritik an der israelischen Lobby in der USA in Frage. In einem Interview im September 2009 mit The Daily Beast antwortete Brzezinski auf die Frage, wie nachdrücklich Obama darauf bestehen sollte, dass Israel keinen Luftangriff auf den Iran unternehmen solle: Wir sind eigentlich keine machtlosen kleinen Babys. Sie müssen über unseren Luftraum im Irak fliegen. Werden wir nur da sitzen und zuschauen? Dies wurde von einigen Unterstützern Israels als Befürwortung des Abschusses israelischer Flugzeuge durch die USA interpretiert, um einen Angriff auf den Iran zu verhindern. Am 3. März 2014, zwischen der Absetzung Viktor Janukowitschs und dem Krim-Referendum, verfasste Brzezinski einen Gastkommentar für die Huffington Post. Was ist zu tun? Putins Aggression in der Ukraine braucht eine Antwort. Er verglich Putins gangsterhafte Taktik und kaum getarnte Invasion mit Adolf Hitlers Besetzung des Sudetenlands 1938 und charakterisierte Putin als einen Cartoon-Mussolini. Er hielt aber kurz davor zurück, einen Kriegseintritt der USA zu empfehlen. Stattdessen empfahl er, die NATO solle in Hochalarm versetzt werden und Kalkulationsfehler verhüten. Er stellte ausdrücklich fest, dass Russland versichert werden müsse, dass sie die Ukraine nicht in die NATO hineinziehen wolle. Als Sicherheitsberater von Jimmy Carter von 1977 bis 1981 erwarb Brzezinski sich den Ruf eines Hardliners bezüglich seiner Politik gegenüber der Sowjetunion. Er befürwortete die Unterstützung der fundamentalistischen Mudschahidin in Pakistan und Afghanistan, unter anderem durch massive finanzielle Unterstützung der vom pakistanischen Geheimdienst geleiteten Trainingslager durch die CIA und dem britischen MI6. 1970 schrieb er an seinem Werk »Zwischen zwei Zeitaltern«: Amerikas Rolle in der technotronischen Ära, dass eine koordinierte Politik unter den Industrieländern nötig sei, um der globalen Instabilität zu begegnen, die aus der zunehmenden ökonomischen Ungleichheit entstehe. Von dieser Forderung ausgehend gründete Brzezinski auf Initiative von David Rockefeller die Trilaterale Kommission, deren Direktor er von 1973 bis 1976 wurde. Die Trilaterale Kommission ist eine Gruppe prominenter Politiker, Geschäftsleute und Universitätslehrer, hauptsächlich von den USA, Westeuropa und Japan. Ihr Ziel war die Stärkung der Beziehungen zwischen den drei höchst entwickelten Ländern der kapitalistischen Welt. Brzezinski schlug den Gouverneur von Georgia, Jimmy Carter, ebenfalls als Mitglied vor. Brzezinski kehrte 1981 zur Kommission zurück und hatte bis 2009 eine tragende Rolle inne. Brzezinski ist mit der tschechisch-amerikanischen Bildhauerin Emily Beans verheiratet, eine Großnichte von Edward Beans. Sie haben drei Kinder, Ian, Mark und Mika. Mika ist Moderatorin beim US-amerikanischen Nachrichtensender MSNBC.
Brzezinski moderiert bei MSNBC die tägliche Fernsehsendung Morning Joe zusammen mit dem früheren republikanischen Politiker Joe Scarborough. Aufsehen fand Mika Brzezinski, als der republikanische Präsidentschaftskandidat John McCain sie im Oktober 2008 als Unterstützerin seines Gegenkandidaten Barack Obama bezeichnete und damit ihre journalistische Integrität in Frage stellte. Seit dem 8. Dezember 2008 moderieren Brzezinski und Scarborough außerdem eine zweistündige Sendung im Programm der in New York City ansässigen Radioanstalt WABC. 2000 wurde Brzezinski bei dem Kabelnachrichtensender MSNBC als Moderatorin der Nachmittagssendung Homepage engagiert, durch die sie gemeinsam mit Gina Gaston und Ashley Benfield führte. Im September 2001 kehrte sie als Korrespondentin zu CBS zurück. Unmittelbar nach dem Antritt dieses Jobs erlebte sie die Anschläge auf das World Trade Center in New York, wobei sie vom Zusammensturz des sogenannten Südturms live berichtete. Im Januar 2007 kehrte Brzezinski zu MSNBC zurück, wo sie seither zusammen mit Joe Scarborough die Sendung Morning Joe, eine im Frühstücksprogramm ausgestrahlte Nachrichtensendung, moderiert. Mark Brzezinski ist Diplomat und seit 2011 US-Botschafter in Schweden. Er ist der Sohn des früheren Sicherheitsberaters Zbigniew Brzezinski und Enkel des polnischen Diplomaten Tadeusz Brzezinski. Brzezinski schloss das Studium in Dartmouth College mit einem Bachelor of Arts in Staatsrecht ab. Er erhielt ein Stipendium der Fulbright-Stiftung, um das Verfassungstribunal der Republik Polen zu studieren. Von 1999 bis 2001 arbeitete Brzezinski für die Regierung Clinton als Direktor für russisch-eurasische Angelegenheiten und Direktor für südeuropäische Angelegenheiten des National Security Council im White House. In dieser Funktion war er auch Koordinator des Weißen Hauses für die Förderung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in dieser Region. Er war von 1991 bis 2008 mit der Rechtsanwältin Carolyn Campbell in erster Ehe verheiratet. In zweiter Ehe ist er seit 2008 mit Natalia Lopatniuk verheiratet, einer freien Schriftstellerin und Bloggerin von Huffington Post. Brzezinski war außenpolitischer Berater Barack Obamas und wurde am 18. Oktober 2011 von Obama zum schwedischen Botschafter ernannt. Wolfgang Effenberger von der Neuen Rheinischen Zeitung rechnet Mark Brzezinski zum Familienclan der Brzezinskis, der die Geopolitik der USA schon unter Obamas Vorgängern wesentlich bestimmt habe. 2004 sei Mark einer der treibenden Kräfte hinter der Orangenen Revolution in der Ukraine gewesen. Ein Joseph Brzezinski ist ein US-amerikanischer Außenpolitik- und Militärexperte. Er diente als Deputy Assistant Secretary of Defense für Europa- und NATO-Politik in den Jahren 2001 bis 2005 unter Präsident George W. Bush. 1993 bis 1994 wurde Brzezinski ein freiwilliger Berater der Regierung der Ukraine, wo er den ukrainischen Nationalen Sicherheitsrat, das Außenministerium, das Verteidigungsministerium und das Parlament unterstützte. Er kehrte 1995 in die Vereinigten Staaten zurück und wurde Legislative Assistant für Angelegenheiten der nationalen Sicherheit für Senator William Roth. Im Jahr 2000 wurde er zum Senior Professional Staff Member für den US-Senatsausschuss für Auswärtige Beziehungen. Nach dem Verlassen des Verteidigungsministeriums wurde Brzezinski bei der Unternehmensberatung Booz Allen Hamilton Inc. tätig und bot strategische und technische Beratung für US-Kämpfer und ausländische Kunden an. Er verließ Booz Allen Hamilton nach 5 Jahren und jetzt leitet er die Brzezinski-Gruppe, die ähnliche Leistungen anbietet. Er ist auch ein Mitglied der strategischen Advisors-Gruppe des Atlantikrats. Im Jahr 2010 wurde er zum Senior Fellow im internationalen Sicherheitsprogramm des Rates. Brzezinski ist ein regelmäßiger Mitarbeiter bei der amerikanischen Presse in außenpolitischen Fragen. In zahlreichen Büchern und Artikeln hat sich Brzezinski mit anregenden, zuweilen auch provozierenden Thesen zu Wort gemeldet, die regelmäßig ein breites Echo gefunden haben. Das ist auch für sein Buch »Die einzige Weltmacht – Amerikas Strategie der Vorherrschaft« zu erwarten. Nach dem Ende der Bipolarität des Kalten Krieges stehen die USA vor neuen globalen Herausforderungen. Es geht darum, eine neue Weltordnung im Zeitalter der Globalisierung zu errichten. Und es geht um die Frage, was sie tun müssen, um dieses Ziel zu verwirklichen. Zbigniew Brzezinski gibt mit seinem Buch eine amerikanische Antwort, die zum Nachdenken anregt.
Der Autor geht von der Feststellung aus, dass die USA die letzte verbliebene Weltmacht nach dem Ende des Kalten Krieges sind und charakterisiert Amerikas Vormachtstellung als Hegemonie neuen Typs. Von zentraler Bedeutung für die künftige amerikanische Außenpolitik ist nach Brzezinski, und hier liegt das Interessante seines Ansatzes, Eurasien, der Raum von Lissabon bis Vladivostok. Will Amerika auch künftig seine Weltmachtstellung behalten, so muss es seine ganze Aufmerksamkeit diesem Gebiet zuwenden. Hier leben 75% der Weltbevölkerung. Hier liegt der größte Teil der natürlichen Weltressourcen einschließlich der Energievorräte. Und hier werden etwa 60% des Weltbruttosozialproduktes erwirtschaftet. Im Raum von Lissabon bis Vladivostok entscheidet sich deshalb das künftige Schicksal Amerikas. Sein Ziel muss deshalb sein, die politische und wirtschaftliche Entwicklung Eurasiens in seinem Sinne mitzugestalten und eine antiamerikanische Allianz eurasischer Staaten zu verhindern. Das Buch von Brzezinski ist, wie könnte dies anders sein, eine in mancher Hinsicht sehr amerikanische Antwort auf die Frage nach der künftigen neuen Weltordnung. Das Buch von Brzezinski ist nach Ansicht Hans-Dietrich Genschers auch ein Appell an die Europäer, sich über ihren Beitrag zur künftigen neuen Weltordnung Klarheit zu verschaffen und entschlossen zu handeln. Das Buch von Brzezinski wird ohne Zweifel eine wichtige Rolle spielen bei der Diskussion über die Struktur der neuen Weltordnung. Genscher ist der Meinung, dass beim Bau der neuen Weltordnung nicht die Fehler wiederholt werden dürfen, die in Gestalt nationalen Vormachtstrebens am Ende des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Europa ausgehend die Welt so stark erschüttert haben. Das globale Ordnungssystem der USA. Amerikas internationale Vorrangstellung beschwört unweigerlich Erinnerungen an ähnliche Herrschaftssysteme früherer Zeiten herauf, dennoch sind die Unterschiede gravierend. Sie gehen über die Frage der territorialen Ausdehnung hinaus. Der weltweite Einfluss der USA basiert auf einem globalen System unverwechselbar amerikanischen Zuschnitts, das ihre innenpolitischen Erfahrungen widerspiegelt. Für diese ist der pluralistische Charakter der amerikanischen Gesellschaft und Politik von zentraler Bedeutung. Die kulturelle Komponente der Weltmacht USA ist bisweilen unterschätzt worden, doch was immer man von ihren ästhetischen Qualitäten halten mag. Amerikas Massenkultur besitzt, besonders für die Jugendlichen in aller Welt, eine geradezu magnetische Anziehungskraft. Ihre Attraktion mag von dem hedonistischen Lebensstil herrühren, den sie entwirft, ihr weltweit großer Anklang ist jedenfalls unbestritten. Amerikanische Fernsehprogramme und Filme decken etwa 3/4 des Weltmarktes ab. Die amerikanische Popmusik ist ein ebenso beherrschendes Phänomen. Während Amerikas Marotten, Essgewohnheiten, ja sogar seine Mode zunehmend imitiert werden. Die Sprache des Internets ist Englisch und ein überwältigender Teil des Computerschnickschnacks stammt ebenfalls aus den USA und bestimmt somit die Inhalte der globalen Kommunikation nicht unwesentlich. Der Reiz und der Einfluss, die von der amerikanischen Demokratie ausgehen, werden noch ergänzt durch die wachsende Zugkraft eines freien Unternehmertums, das auf unbeschränkten Welthandel und ungehinderten Wettbewerb setzt. Da der westeuropäische Wohlfahrtsstaat, einschließlich seiner deutschen Variante, die auf Mitbestimmung zwischen Unternehmern und Gewerkschaften abstellt, seinen wirtschaftlichen Schwung zu verlieren droht, vertreten immer mehr Europäer die Meinung, man müsse sich das stärker wettbewerbsorientierte und auch rücksichtslose amerikanische Wirtschaftsmodell zum Vorbild nehmen, wenn Europa nicht weiter zurückfallen solle. Die Nordatlantische Allianz, die unter dem Kürzel NATO firmiert, bindet die produktivsten und einflussreichsten Staaten Europas an Amerika und verleiht den Vereinigten Staaten selbst in innereuropäischen Angelegenheiten eine wichtige Stimme. Die bilateralen, politischen und militärischen Beziehungen binden die bedeutendste Wirtschaftsmacht Asiens an die USA, wobei Japan, zumindest vorerst, im Grunde genommen ein amerikanisches Protektorat bleibt. Darüber hinaus ist Amerika an den im Entstehen begriffenen transpazifischen multilateralen Organisationen, wie dem Forum für asiatisch-pazifische Wirtschaftskooperation, also APEC, beteiligt und nimmt auf diesem Weg großen Einfluss auf die Belange dieser Region. Da die westliche Hemisphäre generell gegenüber auswärtigen Einflüssen abgeschirmt ist, können die USA in den bestehenden multilateralen Organisationen auf dem amerikanischen Kontinent die Hauptrolle spielen. Als Teil des amerikanischen Systems muss außerdem das weltweite Netz von Sonderorganisationen, allen voran die internationalen Finanzinstitutionen, betrachtet werden. Offiziell vertreten der Internationale Währungsfonds, IWF, und die Weltbank globale Interessen und tragen weltweit Verantwortung. In Wirklichkeit werden sie jedoch von den USA dominiert, die sie mit der Konferenz von Bretton Woods im Jahre 1944 aus der Taufe hoben.
Die Vormachtstellung Amerikas hat somit eine neue internationale Ordnung hervorgebracht, die viele Merkmale des amerikanischen Systems als solchem im Ausland nicht nur kopiert, sondern auch institutionalisiert. Ein kollektives Sicherheitssystem einschließlich integrierter Kommando- und Streitkräftestrukturen, Beispiel NATO, der Sicherheitsvertrag zwischen den USA und Japan und so weiter. Regionale Wirtschaftskooperationen, APEC, NAFTA, also das nordamerikanische Freihandelsabkommen, und spezialisierte Institutionen zur weltweiter Zusammenarbeit. Beispiele sind Weltbank, IWF, Welthandelsorganisation, WTO und Verfahrensweisen, die auf konsensorientierte Entscheidungsfindung abzielen. Selbst wenn die USA darin den Ton angeben, die Bevorzugung demokratischer Mitgliedschaft innerhalb der wichtigsten Bündnisse, eine rudimentäre weltweite Verfassungs- und Rechtsstruktur, angefangen mit dem Internationalen Gerichtshof IGH bis hin zu einem Sondertribunal zur Ahndung bosnischer Kriegsverbrechen. Dieses System entstand bereits weitgehend in der Zeit des Kalten Krieges als Teil der Bemühungen Amerikas, seine Mitkonkurrenten um die globale Vorherrschaft, die damalige Sowjetunion, in Schach zu halten. Seiner weltweiten Anwendung stand daher nichts mehr im Wege, als der Gegner taumelte und Amerika als erste und einzige Weltmacht hervortrat. Treffend fasste der Politologe G. John Ickenberry die wesentlichen Züge dieses Systems wie folgt zusammen. Es war hegemonial, insofern es um die Vereinigten Staaten zentriert war und politische Mechanismen und Organisationsprinzipien widerspiegelte, die die Handschrift der USA trugen. Es war liberal, da es legitimiert und durch wechselseitige Beziehungen geprägt war. Die europäische, man könnte auch hinzufügen, die Japaner, konnten ihre gesellschaftlichen Strukturen und Volkswirtschaften wieder aufbauen und so integrieren, dass sie mit der amerikanischen Vorherrschaft im Einklang standen, ihnen aber auch genug Spielraum ließen, um mit ihren eigenen autonomen und halbautonomen politischen Systemen zu experimentieren. Die Entwicklung dieses komplexen Systems diente dazu, die Beziehungen der bedeutenden westlichen Staaten zueinander zu domestizieren. Diese Staaten hatten sich immer wieder bekriegt. Der entscheidende Punkt aber ist, dass Konflikte innerhalb einer fest verankerten, stabilen und immer besser gegliederten politischen Ordnung im Zaum gehalten wurden. Die Kriegsgefahr ist vom Tisch. Gegenwärtig gibt es niemanden, der diese beispiellose globale Vormachtstellung der USA angreifen könnte. Aber wird sie auch in Zukunft unangefochten bleiben? Als nächstes werden wir den Raum Eurasien näher betrachten. Das Eurasische Schachbrett. Ein halbes Jahrtausend lang haben europäische und asiatische Mächte und Völker in dem Ringen um die regionale Vorherrschaft und dem Streben nach Weltmacht die Weltgeschichte bestimmt. Nun gibt dort eine nicht-eurasische Macht den Ton an. Und der Fortbestand der globalen Vormachtstellung Amerikas hängt unmittelbar davon ab, wie lange und wie effektiv es sich in Eurasien behaupten kann. Auch diese politische Konstellation ist natürlich von begrenzter Dauer. In diesem Zusammenhang kommt es darauf an, wie Amerika mit Eurasien umgeht. Eurasien ist der größte Kontinent der Erde und geopolitisch axial. Eine Macht, die Eurasien beherrscht, würde über zwei der drei höchstentwickelten und wirtschaftlich produktivsten Regionen der Erde gebieten. Ein Blick auf die Landkarte genügt, um zu erkennen, dass die Kontrolle über Eurasien fast automatisch die über Afrika nach sich zöge und damit die westliche Hemisphäre und Ozeanien gegenüber dem zentralen Kontinent der Erde geopolitisch in eine Randlage brächte. Nahezu 75% der Weltbevölkerung leben in Eurasien und in seinem Boden wie auch Unternehmen steckt der größte Teil des materiellen Reichtums der Welt. Eurasien stellt 60% des globalen Bruttosozialprodukts und ungefähr 3/4 der weltweit bekannten Energievorkommen. Eurasien beherbergt auch die meisten politisch maßgeblichen und dynamischen Staaten. Die nach den USA 6 größten Wirtschaftsnationen mit den höchsten Rüstungsausgaben liegen in Europa und Asien. Mit einer Ausnahme sind sämtliche Atommächte und alle Staaten, die über heimliche Nuklearwaffenpotenziale verfügen, in Eurasien zu Hause. Die beiden bevölkerungsreichsten Anwärter für regionale Vormachtstellung und weltweiten Einfluss sind in Eurasien ansässig. Amerikas potenzielle Herausforderungen auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet sind ausnahmslos eurasische Staaten. Als Ganzes genommen stellt das Machtpotenzial dieses Kontinents das der USA weit in den Schatten. Zum Glück für Amerika ist Eurasien zu groß, um eine politische Einheit zu bilden. Eurasien ist mithin das Schachbrett, auf dem der Kampf um globale Vorherrschaft auch in Zukunft ausgetragen wird.
ob zwar man Geostrategie, den strategischen Umgang mit geopolitischen Interessen, mit Schach vergleichen kann, tummeln sich auf diesem Schachbrett nicht nur zwei, sondern mehrere, unterschiedlich starke Spieler. Die wichtigsten Spieler operieren im Westen, im Osten, im Zentrum und im Süden des Schachbretts. Sowohl die westlichen als auch die östlichen Randgebiete sind dicht besiedelte Regionen, in denen sich auf relativ engem Raum mehrere mächtige Staaten drängen. Unmittelbar präsent ist die Macht der USA in der schmalen Zone an der westlichen Peripherie Eurasiens. Das fernöstliche Festland hat ein immer mächtiger und unabhängig werdender Spieler inne, der eine riesige Bevölkerung beherrscht, wohingegen das, auf eine Inselkette begrenzte, Territorium seines energiegeladenen Rivalen sowie die Hälfte einer kleinen fernöstlichen Halbinsel der US-Macht als Stützpunkte dienen. Zwischen den westlichen und östlichen Randgebieten dehnt sich ein gewaltiger, dünn besiedelter, derzeit politisch instabiler und in organisatorischer Auflösung begriffener mittlerer Raum, der früher von einem mächtigen Konkurrenten der USA okkupiert wurde, einem Gegner, der sich einst dem Ziel verschrieben hatte, Amerika aus Eurasien herauszudrängen. Südlich von diesem großen zentraleurasischen Plateau liegt eine politisch anarchische, aber an Energievorräten reiche Region, die sowohl für die europäischen als auch die ostasiatischen Staaten sehr wichtig werden könnte und die im äußersten Süden einen bevölkerungsreichen Staat aufweist, der regionale Hegemonie anstrebt. Dieses riesige, merkwürdig geformte eurasische Schachbrett, das sich von Lissabon bis Vladivostok erstreckt, ist der Schauplatz des Global Play. Wenn der mittlere Bereich immer stärker in den expandierenden Einflussbereich des Westens, wo Amerika das Übergewicht hat, gezogen werden kann, wenn die südliche Region nicht unter die Herrschaft eines einzigen Akteurs gerät und eine eventuelle Vereinigung der Länder in Fernost nicht die Vertreibung Amerikas von seinen Seebasen vor der ostasiatischen Küste nach sich zieht, dürften die USA sich behaupten können. Erteilen die Staaten im mittleren Raum dem Westen eine Abfuhr, schließen sich zu einer politischen Einheit zusammen und erlangen die Kontrolle über den Süden oder gehen mit dem großen östlichen Mitspieler, also China, ein Bündnis ein, schwindet Amerikas Vorrangstellung in Eurasien dramatisch. Das gleiche wäre der Fall, wenn sich die beiden großen östlichen Mitspieler irgendwie vereinigen sollten. Würden schließlich die europäischen Partner Amerika von seinen Stützpunkten an der westlichen Peripherie vertreiben, wäre das gleichzeitig das Ende seiner Beteiligung am Spiel auf dem eurasischen Schachbrett, auch wenn das wahrscheinlich hieße, dass der westliche Rand des Kontinents schließlich unter die Knute eines wieder zum Leben erwachten Mitspielers geriete, der den mittleren Raum beherrscht. Die globale Hegemonie Amerikas reicht zugegebenermaßen weit, ist aber aufgrund von innen- wie außenpolitischen Zwängen nicht sehr tief verankert. Amerikanische Hegemonie besteht in der Ausübung von maßgeblichem Einfluss und, anders als bei den Weltreichen der Vergangenheit, in keiner direkten Herrschaft. Die schiere Größe und Vielfalt Eurasiens, wie auch die Macht einiger seiner Staaten, setzen dem amerikanischen Einfluss und dem Umfang der Kontrolle über den Gang der Dinge Grenzen. Dieser Megakontinent ist einfach zu groß, zu bevölkerungsreich, kulturell zu vielfältig und besteht aus zu vielen von jeher ehrgeizigen und politisch aktiven Staaten, um einer globalen Macht und sei es der wirtschaftlich erfolgreichsten und politisch gewichtigsten, zu willfahren. Eine solche Sachlage verlangt geostrategisches Geschick, den vorsichtigen, sorgfältig ausgewählten und sehr besonnenen Einsatz amerikanischer Ressourcen auf dem riesigen eurasischen Schachbrett. Da Amerika im eigenen Land strikt auf Demokratie hält, kann es sich im Ausland nicht autokratisch gebärden. Dies setzt der Anwendung von Gewalt von vornherein Grenzen, besonders seiner Fähigkeit zu militärischer Einschüchterung. Nie zuvor hat eine volksnahe Demokratie internationale Vormachtstellung erlangt. Aber das Streben nach Macht wird kein Volk zu Begeisterungsstürmen hinreißen, außer in Situationen, in denen nach allgemeinem Empfinden das nationale Wohlergehen bedroht oder gefährdet ist. Die für eine solche Anstrengung erforderliche ökonomische Selbstbeschränkung, das heißt die Verteidigungsausgaben und Aufopferungsbereitschaft, also auch Verluste unter Berufssoldaten hinzunehmen, passt nicht ins demokratische Empfinden. Die Staatsform Demokratie ist einer imperialen Mobilmachung abträglich. Zudem schöpfen die meisten Amerikaner im Großen und Ganzen keine besondere Genugtuung aus dem neuen Status ihres Landes als einziger globaler Supermacht. Politisches Triumphgeschrei über den Sieg Amerikas im Kalten Krieg erzeugte eher kühle Resonanz. Liberale Kommentatoren machten es sogar zur Zielscheibe eines gewissen Spottes. Mehr Anklang fanden zwei eher unterschiedliche Einschätzungen der sich für Amerika aus seinem historischen Erfolg im Wettstreit mit der früheren Sowjetunion abzuleitenden Folgerungen.
Einerseits die Auffassung, das Ende des Kalten Krieges rechtfertige eine bedeutende Verringerung des weltweiten Engagements der USA, ohne Rücksicht auf die Folgen für Amerikas Position und Ansehen in der Welt. Andererseits die Meinung, nun sei die Zeit für echte multilaterale Zusammenarbeit gekommen und Amerika müsse sogar etwas von seiner Souveränität abgeben. Beide Denkrichtungen konnten sich auf treue Anhänger stützen. Die Probleme, vor die sich die amerikanische Regierung gestellt sieht, werden zudem durch die veränderte Weltlage erschwert. Vor dem direkten Einsatz von Macht schreckt man heute mehr zurück als in der Vergangenheit. Angesichts der Atomwaffen hat der Krieg als Mittel der Politik oder auch nur als Drohung dramatisch an Sinn eingebüßt. Die wachsende wirtschaftliche Verflechtung der einzelnen Staaten untereinander nimmt wirtschaftlichen Sanktionen ihre politische Wirksamkeit. Somit sind politisches Taktieren, Diplomatie, Koalitionsbildung, Mitbestimmung und der wohlerwogene Einsatz eigener politischer Aktivposten zu wesentlichen Kriterien einer erfolgreichen Geostrategie auf dem eurasischen Schachbrett geworden. Geopolitik und Geostrategie. Amerika kann seine globale Vormachtstellung nur eingedenk des zentralen Stellenwerts der politischen Geografie in der internationalen Politik zum Tragen bringen. Napoleon soll einmal gesagt haben, dass man über die Außenpolitik eines Landes Bescheid wisse, wenn man dessen geografische Lage kenne. Wir müssen unser Verständnis von der Bedeutung politischer Geografie jedoch den neuen Machtverhältnissen anpassen. In der Geschichte der internationalen Beziehungen stand zumeist die Frage der Gebietshoheit im Mittelpunkt politischer Konflikte. Ursache der meisten Kriege, die seit dem Aufstieg des Nationalismus ausgefochten wurden, war entweder übersteigerter Nationalismus über den Erwerb eines größeren Territoriums oder verletzter Nationalstolz über den Verlust von geheiligtem Land. Ohne Übertreibung lässt sich sagen, dass das Streben nach Gebietserweiterung der wichtigste Impuls für das aggressive Verhalten von Nationalstaaten war. Manche Reiche entstanden auch dadurch, dass man sich ganz behutsam entscheidender geografischer Vorteile versicherte, wie zum Beispiel Gibraltars, des Suezkanals oder Singapurs, die als verkehrswirtschaftliche Brückenköpfe dienten. Am augenfälligsten wurde die Verknüpfung von Nationalismus und Territorialbesitz im nationalsozialistischen Deutschland und im kaiserlichen Japan. Der Versuch, das tausendjährige Reich zu errichten, ging weit über das Ziel hinaus, alle deutschsprachigen Völker unter einem politischen Dach wieder zu vereinen, und verfolgte auch den Zweck, sich die Kornkammer Ukraine sowie andere slawische Länder einzuverleiben, deren Bevölkerungen dem Deutschen Reich als billige Lohnsklaven dienen sollten. Ebenso waren die Japaner von der Vorstellung besessen, ihrem Reich um nationaler Machtentfaltung und internationalen Prestiges willen die Mandschurei und später das als Erdölproduzent wichtige Indonesien einzugliedern. Desgleichen verstand man in Russland jahrhundertelang unter nationaler Größe die Fähigkeit zu Landerwerb, und selbst Ende des 20. Jahrhunderts rechtfertigt die russische Führung ihr Beharren auf der Oberhoheit nicht-russische Völker wie die Tschetschenen, die im Umfeld einer lebenswichtigen Ölpipeline leben, mit der Behauptung, dies sei für Russlands Status als Großmacht unverzichtbar. Nationalstaaten werden auch weiterhin die Bausteine der Weltordnung sein. Obwohl sich die internationale Politik nach dem Niedergang des Großmachtnationalismus und dem Verblassen der Ideologien versachlicht hat und mit den Atomwaffen eine erhebliche Zurückhaltung im Einsatz von Gewalt einherging, wird das Weltgeschehen weiterhin von Gebietsstreitigkeiten beherrscht, auch wenn diese gegenwärtig eher in zivilisierteren Bahnen verlaufen. Für die außenpolitischen Prioritäten eines Nationalstaates ist nach wie vor die geografische Lage bestimmt. Und auch die Größe des jeweiligen Territoriums bleibt eines der Hauptkriterien von Status und Macht. In jüngster Zeit allerdings hat die Frage des Territorialbesitzes für die meisten Nationalstaaten an Bedeutung verloren. Wo Gebietsstreitigkeiten noch immer die Außenpolitik einiger Staaten prägen, haben sie ihre Ursache weniger im Streben nach nationaler Größe durch territorialen Zugewinn als im Groll darüber, dass den ethnischen Brüdern das Recht auf Selbstbestimmung verweigert wird und sie sich nicht dem Mutterland anschließen dürfen. Hinzu kommt die Klage über angebliche Misshandlungen ethnischer Minderheiten im benachbarten Ausland. Die nationalen Führungseliten gelangen zunehmend zu der Erkenntnis, dass für den internationalen Rang oder Einfluss eines Staates andere als territoriale Faktoren ausschlaggebender sind. Wirtschaftliches Können und seine Umsetzung in technologische Innovation kann ebenfalls als Schlüsselkriterium von Macht sein, wie das Beispiel Japans überzeugend belegt. Nichtsdestoweniger gibt in der Regel immer noch die geografische Lage eines Staates dessen unmittelbare Prioritäten vor. Und je größer seine militärische, wirtschaftliche und politische Macht ist, desto weiter reichen auch, über die direkten Nachbarn hinaus, seine vitalen geopolitischen Interessen, sein Einfluss und sein Engagement.
Bis vor kurzem noch debattierten die führenden Geopolitiker über die Frage, ob Landmacht bedeutsamer sei als Seemacht und welche Region Eurasiens die Herrschaft über den gesamten Kontinent gewährleistet. Einer der prominentesten geopolitischen Theoretiker, Harold Mackinder, leistete Anfang des 20. Jahrhunderts Pionierarbeit, als er nacheinander die Begriffe Eurasische Zentralregion, also die ganz Sibirien und einen Großteil Zentralasiens umfasste, und ostmitteleuropäisches Herzland prägte und jede dieser Regionen als Sprungbrett zur Erlangung der Herrschaft über den Kontinent bezeichnete. Zum Durchbruch verhalf er seiner Theorie mit dem berühmten Ausspruch: Wer über Osteuropa herrscht, beherrscht das Herzland. Wer über das Herzland herrscht, beherrscht die Weltinsel. Wer über die Weltinsel herrscht, beherrscht die Welt. Auch einige führende deutsche Vertreter der politischen Geografie beriefen sich auf die Geopolitik, um den Drang ihres Landes nach Osten zu rechtfertigen, vor allem Karl Haushofer, der Mackinders Theorie den strategischen Bedürfnissen Deutschlands anpasste. Ein stark vergröbertes Echo seiner Lehre konnte man aus Reden und Verlautbarungen Hitlers heraushören, in denen er den für das deutsche Volk notwendigen Lebensraum hervorhob. Andere europäische Gelehrte sagten bereits in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts voraus, dass sich das geopolitische Gravitationszentrum nach Osten verlagern und die Pazifikregion, insbesondere Amerika und Japan, wahrscheinlich die schwindende Vormachtstellung Europas übernehmen würde. Um dem vorzubeugen, sprach sich unter anderem der französische Geopolitiker Paul de Mangeon schon vor dem Ersten Weltkrieg für eine größere Einheit unter den Europäern aus. Die geopolitische Frage lautet heute nicht mehr, von welchem Teil Eurasiens aus der ganze Kontinent beherrscht werden kann, und auch nicht, ob Landmacht wichtiger als Seemacht ist. In der Geopolitik geht es nicht mehr um regionale, sondern um globale Dimensionen, wobei eine Dominanz auf dem gesamten eurasischen Kontinent noch heute die Voraussetzung für globale Vormachtstellung ist. Die Vereinigten Staaten, also eine außereurasische Macht, genießen nun internationalen Vorrang. Ihre Truppen sind an drei Randgebieten des eurasischen Kontinents präsent, von wo aus sie einen massiven Einfluss auf die im eurasischen Hinterland ansässigen Staaten ausüben. Aber das weltweit wichtigste Spielfeld, Eurasien, ist der Ort, auf dem Amerika irgendwann ein potenzieller Nebenbuhler um die Weltmacht erwachsen könnte. Eine amerikanische Geostrategie, die die geopolitischen Interessen der USA in Eurasien langfristig sichern soll, wird sich somit als erstes auf die Hauptakteure konzentrieren und eine entsprechende Einschätzung des Terrains vornehmen müssen. Zwei grundlegende Schritte sind deshalb erforderlich. Erstens, die geostrategisch dynamischen Staaten Eurasiens auszumachen, die die internationale Kräfteverteilung möglicherweise entscheidend zu verändern imstande sind, sowie die zentralen außenpolitischen Ziele ihrer jeweiligen politischen Eliten zu entschlüsseln und die sich daraus wahrscheinlich ergebenden politischen Konsequenzen zu antizipieren. Des Weiteren sind die geopolitisch kritischen eurasischen Staaten ins Auge zu fassen, die aufgrund ihrer geografischen Lage und ihrer bloßen Existenz entweder auf die aktiveren geostrategischen Akteure oder auf die regionalen Gegebenheiten wie Katalysatoren wirken. Zweitens, eine spezifische US-Politik zu formulieren, die in der Lage ist, die unter Punkt 1 skizzierten Verhältnisse auszubalancieren, mitzubestimmen und unter Kontrolle zu bekommen, um unverzichtbare US-Interessen zu wahren und zu stärken und eine umfassendere Geostrategie zu entwerfen, die auf globaler Ebene den Zusammenhang zwischen den einzelnen Feldern der amerikanischen Politik herstellt. Kurz, eurasische Geostrategie bedeutet für die Vereinigten Staaten, den taktisch klugen und entschlossenen Umgang mit geostrategisch dynamischen Staaten und den behutsamen Umgang mit geopolitisch katalytischen Staaten entsprechend dem Doppelinteresse Amerikas an einer kurzfristigen Bewahrung seiner einzigartigen globalen Machtposition und an deren langfristiger Umwandlung in eine zunehmend institutionalisierte weltweite Zusammenarbeit. Bedient man sich einer Terminologie, die an das brutalere Zeitalter der alten Weltreiche gemahnt, so lauten die drei großen Imperative imperialer Geostrategie: Absprachen zwischen den Vasallen zu verhindern und ihre Abhängigkeit in Fragen der Sicherheit zu bewahren, die tributpflichtigen Staaten fügsam zu halten und zu schützen und dafür zu sorgen, dass die barbaren Völker sich nicht zusammenschließen. Geostrategische Akteure und geopolitische Dreh- und Angelpunkte. Geostrategische Akteure sind jene Staaten, die die Kapazität und den nationalen Willen haben, über ihre Grenzen hinaus Macht oder Einfluss auszuüben, um den geopolitischen Status quo in einem Amerikas Interessen berührenden Ausmaß zu verändern. Sie sind in geopolitischer Hinsicht potenziell und tendenziell unberechenbar.
aus welchem Grund auch immer, ob im Streben nach nationaler Größe, zur Verwirklichung einer Ideologie, aus religiösem Sendungsbewusstsein oder um wirtschaftliche Erweiterung willen, trachten einige Staaten tatsächlich nach regionaler Vorherrschaft oder nach Weltrang. Sie sind von tief verwurzelten und vielschichtigen Motiven getrieben, die sich, um mit Robert Browning zu sprechen, am besten so erklären lassen. Der Mensch soll nach mehr streben, als er erreichen kann, denn wozu gibt es einen Himmel? Sie schätzen Amerikas Macht sorgfältig ab, ermitteln, inwieweit sich ihre Interessen mit denen Amerikas decken oder kollidieren und entwerfen ihre eigenen, begrenzten eurasischen Zielsetzungen, manchmal in Absprache mit der Politik der Vereinigten Staaten, manchmal aber auch im Widerspruch zu ihr. Diesen solcher Art motivierten eurasischen Staaten muss der besondere Augenmerk der USA gelten. Geopolitische Dreh- und Angelpunkte hinwiederum sind Staaten, deren Bedeutung nicht aus ihrer Macht und Motivation resultiert, sondern sich vielmehr aus ihrer prekären geografischen Lage und aus den Folgen ergeben, die ihr Verhalten aufgrund ihrer potenziellen Verwundbarkeit bestimmen. Geopolitische Angelpunkte sind meistens durch ihre Geografie geprägt, der sie in einigen Fällen insoweit eine Sonderrolle verdanken, als sie entweder den Zugang zu geopolitisch wichtigen Gebieten festlegen oder einen geostrategisch bedeutsamen Akteur bestimmte Ressourcen verweigern können. In einigen Fällen mag ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt für einen dynamischen Staat oder sogar eine Region als Verteidigungsschild fungieren. Manchmal hat die schiere Existenz eines geopolitischen Angelpunkts für einen benachbarten geostrategischen Akteur erhebliche politische und kulturelle Folgen. Die wichtigsten geopolitischen Dreh- und Angelpunkte Eurasiens nach dem Ende des Kalten Krieges zu bestimmen und sie zu schützen, ist mithin ein weiterer entscheidender Gesichtspunkt in der globalen Geostrategie der USA. Zu bedenken ist auch, dass zwar alle geostrategischen Akteure danach streben, in den Rang einflussreicher und mächtiger Länder aufzurücken, nicht aber alle wichtigen und mächtigen Länder automatisch geostrategische Akteure sind. Während man diese relativ leicht bestimmen kann, bedarf deshalb der Umstand, dass in der folgenden Liste einige zweifelsohne wichtige Länder nicht aufgenommen wurden, eingehender Begründung. Unter den gegenwärtigen globalen Gegebenheiten lassen sich mindestens 5 geostrategische Hauptakteure und 5 geopolitische Dreh- und Angelpunkte, von denen 2 vielleicht zum Teil auch als Akteure in Frage kommen, auf der neuen politischen Landkarte Eurasiens ermitteln. Frankreich, Deutschland, Russland, China und Indien sind Hauptakteure, während Großbritannien, Japan, Indonesien, ob zwar zugegebenermaßen ebenfalls sehr wichtige Länder, die Bedingungen dafür nicht erfüllen. Die Ukraine, Aserbaidschan, Südkorea, die Türkei und der Iran stellen geopolitische Dreh- und Angelpunkte von entscheidender Bedeutung dar. Wenngleich sowohl die Türkei als auch der Iran in einem gewissen Umfang innerhalb ihrer begrenzten Möglichkeiten geostrategisch aktiv sind. Darauf wird im Folgenden näher einzugehen sein. An dieser Stelle mag der Hinweis genügen, dass die wichtigsten und dynamischsten geostrategischen Akteure an Eurasiens westlicher Peripherie Frankreich und Deutschland heißen. Beide sind von der Vision eines geeinten Europas beseelt, obschon sie in der Frage, wie stark und in welcher Form ein solches Europa an Amerika gebunden sein sollte, unterschiedliche Auffassungen vertreten. Beide jedoch haben den Ehrgeiz, etwas Neues in Europa zu gestalten und somit den Status quo zu verändern. Vor allem Frankreich hat ein eigenes geostrategisches Konzept für Europa, das sich in einigen wesentlichen Punkten von den Vorstellungen der Vereinigten Staaten unterscheidet. Es neigt zu taktischen Schachzügen, mit denen es Russland gegen Amerika und Großbritannien gegen Deutschland auszuspielen versucht, obwohl es auf die deutsch-französische Partnerschaft angewiesen ist, um die eigene, vergleichsweise schwache Position auszugleichen. Überdies sind sowohl Frankreich als auch Deutschland mächtig und selbstbewusst genug, um innerhalb eines größeren regionalen Wirkungsbereichs ihren Einfluss geltend zu machen. Frankreich strebt nicht nur eine zentrale politische Rolle in einem geeinten Europa an, sondern sieht sich auch als Nukleus einer Gruppe von Mittelmeeranrainern und nordafrikanischen Staaten, die gleiche Probleme haben. Deutschland ist sich in zunehmendem Maße seines besonderen Status als wichtigster Staat Europas bewusst, als wirtschaftlicher Motor der Region und künftige Führungsmacht der Europäischen Union. Gegenüber dem jüngst aus der sowjetischen Bevormundung entlassenen Mitteleuropa empfindet es eine besondere Verantwortung, die vage an frühere Vorstellungen von einem von Deutschland geführten Mitteleuropa erinnert. Im Unterschied dazu ist Großbritannien kein geostrategischer Akteur.
Es hat weniger Optionen, hegt keine ehrgeizige Vision von der Zukunft Europas und ist aufgrund seines relativen Niedergangs heute auch nicht mehr in der Lage, wie früher die Rolle eines Schiedsrichters in Europa zu spielen. Seine ambivalente Haltung gegenüber einer europäischen Einigung und sein Festhalten an einer verblassenden Sonderbeziehung zu Amerika haben Großbritannien bei den großen Entscheidungen über Europas Zukunft zusehends bedeutungslos werden lassen. London hat sich weitgehend aus dem europäischen Spiel verabschiedet. Sir Roy Denman, früher ein hochrangiger britischer Beamter in der Europäischen Kommission, erinnert sich in seinen Memoiren, dass bereits bei der Konferenz von Messina 1955, die der Schaffung einer Europäischen Union vorausging, der offizielle Sprecher für Großbritannien gegenüber den versammelten Möchtegern-Architekten Europas rundweg behauptete: „Der zukünftige Vertrag, den Sie hier gerade erörtern, hat keine Chance, angenommen zu werden. Sollte er Zustimmung finden, hätte er keine Chance, angewandt zu werden. Und wenn er angewandt werden würde, wäre er für England völlig unannehmbar.“ Mehr als 40 Jahre nachdem diese Äußerungen gefallen sind, beschreiben sie im Wesentlichen noch immer die britische Grundeinstellung gegenüber einem wirklich geeinten Europa. Großbritanniens Widerwille, an der für Januar 1999 angepeilten Wirtschafts- und Währungsunion teilzunehmen, spiegelt seine mangelnde Bereitschaft wider, das britische Schicksal mit dem Europas gleichzusetzen. Die Kernaussage dieser Haltung wurde Anfang der 90er Jahre in folgenden Punkten zusammengefasst. Großbritannien lehnt das Ziel einer politischen Vereinigung ab. Großbritannien tritt für ein auf Freihandel basierendes Modell wirtschaftlicher Integration ein. Großbritannien bevorzugt eine Außen- und Sicherheitspolitik und eine Verteidigungskoordination außerhalb des institutionellen Rahmens der Europäischen Gemeinschaft. Großbritannien hat seinen Einfluss in der Europäischen Gemeinschaft optimal verstärkt. Natürlich bleibt Großbritannien für Amerika dennoch ein wichtiger Partner. Über das Commonwealth übt es weiterhin einen gewissen globalen Einfluss aus, aber es ist weder eine umtriebene Großmacht, noch wird es von einer ehrgeizigen Vision beflügelt. Es ist die wichtigste Stütze der USA, ein sehr loyaler Verbündeter, eine unerlässliche Militärbasis und ein enger Partner bei heiklen Geheimdienstaktivitäten. Seine Freundschaft muss gepflegt werden, doch seine Politik fordert keine dauernde Aufmerksamkeit. Es ist ein aus dem aktiven Dienst ausgeschiedener geostrategischer Akteur, der sich auf seinem prächtigen Lorbeer ausruht und sich aus dem großen europäischen Abenteuer weitgehend heraushält, bei dem Frankreich und Deutschland die Fäden ziehen. Die anderen europäischen Staaten mittlerer Größe, die in ihrer Mehrzahl Mitglieder der NATO und der Europäischen Union sind, folgen entweder Amerikas Beispiel oder stellen sich still und heimlich hinter Deutschland oder Frankreich. Ihre Politik hat keinen weitreichenden Einfluss auf die Region und sie befinden sich auch in keiner Position, in der sie ihre politische Orientierung grundlegend ändern könnten. Derzeit sind sie weder geostrategische Akteure noch geopolitische Dreh- und Angelpunkte. Dasselbe gilt für das wichtigste potenzielle NATO- und EU-Mitglied Mitteleuropas, nämlich für Polen. Es ist politisch und wirtschaftlich zu schwach, um als geostrategischer Akteur auftreten zu können, und es hat nur eine Wahl, in den Westen integriert zu werden. Zudem gewinnt Polen nach dem Untergang des alten Russischen Reiches und durch seine sich vertiefenden Bindungen zur Nordatlantischen Allianz und Europäischen Union eine historisch einmalige Sicherheit, während sich seine strategischen Möglichkeiten dadurch verringern. Russland, dies braucht nicht eigens betont zu werden, bleibt ein geostrategischer Hauptakteur. Seine bloße Gegenwart beeinträchtigt die unabhängigen Staaten innerhalb des riesigen eurasischen Raumes, der früheren Sowjetunion, ganz massiv. Es nährt ehrgeizige geopolitische Ziele, die es immer offener verkündet. Wenn es erst einmal seine alte Stärke wiedergewonnen hat, wird es auch auf seine westlichen und östlichen Nachbarn erheblichen Druck ausüben. Es mag durchaus der Auffassung zuneigen, dass seine Chancen auf dem eurasischen Kontinent größer seien. Viel hängt von seiner innenpolitischen Entwicklung ab und vor allem davon, ob Russland eine europäische Demokratie oder wieder ein eurasisches Imperium wird. In jedem Fall bleibt es eindeutig ein geostrategischer Akteur, auch wenn es einige seiner Teile sowie einige Schlüsselpositionen auf dem eurasischen Schachbrett inzwischen eingebüßt hat. Ebenfalls unstrittig ist Chinas Stellung als Hauptakteur. China ist bereits eine bedeutende regionale Macht und strebt aufgrund seiner Geschichte als Großmacht und seiner Überzeugung, dass der chinesische Staat der Mittelpunkt der Welt sei, wahrscheinlich nach höheren Zielen. Die von seiner Führung getroffenen Entscheidungen beginnen sich bereits jetzt auf die geopolitische Machtverteilung in Asien auszuwirken, während sein wirtschaftlicher Aufschwung bestimmt mit noch größerer Macht und wachsenden Ambitionen einhergehen wird.
Der Aufstieg eines größeren Chinas wird die Taiwan-Frage wieder aufwerfen und für die amerikanische Position im Fernen Osten nicht folgenlos bleiben. Die Demontage der Sowjetunion hat an Chinas westlichem Rand eine Reihe von Staaten entstehen lassen, denen gegenüber die chinesischen Führer nicht gleichgültig sein können. Wenn China sich auf der internationalen Bühne stärker geltend macht, wird davon auch Russland betroffen sein. An der östlichen Peripherie Eurasiens besteht eine paradoxe Situation. Japan ist fraglos eine internationale Großmacht und das amerikanisch-japanische Bündnis hat man häufig, zu Recht, die wichtigste bilaterale Beziehung der USA genannt. Als eine der führenden Wirtschaftsnationen der Welt könnte Japan zweifellos enorme politische Macht ausüben. Dennoch handelt es nicht danach, da es keine regionale Vorherrschaft anstrebt, sondern stattdessen lieber unter amerikanischem Schutz agiert. Wie Großbritannien im Hinblick auf Europa, zieht es Japan vor, sich aus dem politischen Geschehen auf dem asiatischen Festland herauszuhalten. Nicht zuletzt deshalb, weil viele Asiaten jedem japanischen Streben nach einer regional beherrschenden politischen Rolle nach wie vor mit Feindseligkeit begegnen. Diese von Zurückhaltung und Selbstdisziplin geprägte Politik der Japaner verschafft wiederum den USA die Möglichkeit, in Fernost eine zentrale Rolle in Fragen der Sicherheit zu spielen. Japan ist somit kein geostrategischer Akteur, obwohl sein unverkennbares Potenzial, schnell einer zu werden, insbesondere dann, wenn entweder China oder Amerika ihre gegenwärtige Politik plötzlich ändern sollten, den Vereinigten Staaten einen pfleglichen Umgang mit ihren japanischen Verbündeten zu besonderer Pflicht macht. Nicht die japanische Außenpolitik muss Amerika im Auge behalten, sondern es muss vielmehr Japans Selbstbeherrschung sehr subtil kultivieren. Jeder merkliche Abbau in den amerikanisch-japanischen Beziehungen würde unmittelbar die Stabilität in der Region beeinträchtigen. Leichter lässt sich begründen, weshalb Indonesien nicht zur Gruppe der dynamisch-geostrategischen Akteure zählt. Indonesien ist zwar das wichtigste Land in Südostasien, vermag aber aufgrund seiner relativ unterentwickelten Wirtschaft, der innenpolitischen Unsicherheiten, des weit verstreuten Archipels und dessen Anfälligkeit für ethnische Konflikte, die durch die zentrale Rolle der chinesischen Minderheit im nationalen Finanzleben noch verschärft werden, in der Region nur beschränkt Einfluss auszuüben. Irgendwann könnte Indonesien zu einem wichtigen Hindernis für Chinas südwärts gerichtete Expansionsbestrebungen werden. Diesen Aspekt hatte bereits Australien erkannt, das einst einen indonesischen Expansionismus fürchtete, in letzter Zeit jedoch für eine engere australisch-indonesische Zusammenarbeit in Fragen der regionalen Sicherheit eintritt. Bevor Indonesien aber als ein in der Region dominierender Akteur betrachtet werden kann, muss es erst eine Phase der politischen Konsolidierung und des fortdauernden wirtschaftlichen Erfolgs durchlaufen. Im Gegensatz dazu befindet sich Indien gerade in einem Prozess, sich als regionale Macht zu etablieren und begreift sich potenziell als einen wichtigen Akteur auf der internationalen Bühne. Außerdem versteht es sich als Rivale Chinas. Indien mag darin seine langfristigen Möglichkeiten unterschätzen, aber es ist unstreitig der mächtigste südasiatische Staat, gewissermaßen eine regionale Hegemonialmacht. Es ist zudem eine halboffizielle Atommacht. Mit diesem Rüstungspotenzial will es nicht nur Pakistan einschüchtern, sondern vor allem den nuklearen Arsenalen Chinas etwas Gleichwertiges entgegensetzen. Indien hat eine geostrategische Vision von seiner Rolle in der Region, sowohl gegenüber seinen Nachbarn als auch in Bezug auf den Indischen Ozean. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt tangieren seine Ambitionen die amerikanischen Interessen in Eurasien nur am Rande. Und so bietet Indien, als geostrategischer Akteur, keinen Anlass zu geopolitischem Bedenken, zumindest nicht im selben Maße wie Russland oder China. Die Ukraine, ein neuer und wichtiger Raum auf dem eurasischen Schachbrett, ist ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt, weil ihre bloße Existenz als unabhängiger Staat zur Umwandlung Russlands beiträgt. Ohne die Ukraine ist Russland kein eurasisches Reich mehr. Es kann trotzdem nach einem imperialen Status streben, würde aber dann ein vorwiegend asiatisches Reich werden, das aller Wahrscheinlichkeit nach in lähmende Konflikte mit aufbegehrenden Zentralasiaten hineingezogen würde, die den Verlust ihrer erst kürzlich erlangten Eigenstaatlichkeit nicht hinnehmen und von den anderen islamischen Staaten im Süden Unterstützung erhalten würden. Auch China würde sich angesichts seines zunehmenden Interesses an den dortigen neuerdings unabhängigen Staaten voraussichtlich jeder Neuauflage einer russischen Vorherrschaft über Zentralasien widersetzen. Wenn Moskau allerdings die Herrschaft über die Ukraine mit ihren Millionen Menschen, bedeutenden Bodenschätzen und dem Zugang zum Schwarzen Meer wiedergewinnen sollte, erlangte Russland automatisch die Mittel, ein mächtiges Europa und Asien umspannendes Reich zu werden.
Verlöre die Ukraine ihre Unabhängigkeit, so hätte das unmittelbare Folgen für Mitteleuropa und würde Polen zu einem geopolitischen Angelpunkt an der Ostgrenze eines vereinten Europas werden lassen. Auch das relativ kleine, dünn besiedelte Aserbaidschan ist mit seinen riesigen Energiequellen unter geopolitischem Aspekt nicht zu unterschätzen. Es ist gewissermaßen der Korken in der Flasche, die Schätze des Kaspischen Beckens und Zentralasiens enthält. Wenn Aserbaidschan gänzlich der Herrschaft Moskaus unterworfen wird, kann die Unabhängigkeit der zentralasiatischen Staaten bedeutungslos werden. Ist Aserbaidschans Unabhängigkeit erst einmal aufgehoben, können auch seine enormen Ölvorkommen der Kontrolle Moskaus unterworfen werden. Ein unabhängiges Aserbaidschan, das mit den Märkten des Westens durch Pipelines, die nicht durch russisch kontrolliertes Gebiet verlaufen, verbunden ist, wird außerdem für die hochentwickelten, auf Energie angewiesenen Volkswirtschaften ein Einfallstor zu den energiereichen zentralasiatischen Republiken sein. Fast wie im Fall der Ukraine ist auch die Zukunft Aserbaidschans und Zentralasiens für das Wohl und Wehe Russlands bestimmend. Die Türkei und der Iran sind gerade dabei, sich den Rückzug russischer Macht zunutze zu machen und einen gewissen Einfluss in der Region um das Kaspische Meer und Zentralasien aufzubauen. Aus diesem Grund könnte man sie als geostrategische Akteure betrachten. Beide Staaten haben jedoch mit ernsten innenpolitischen Schwierigkeiten zu kämpfen und ihre Möglichkeiten, in der Machtverteilung größere regionale Verschiebungen zu bewirken, sind begrenzt. Sie verstehen sich außerdem als Gegner und neigen daher dazu, sich gegenseitig Einfluss streitig zu machen. So war zum Beispiel in Aserbaidschan, wo die Türkei großen Einfluss gewonnen hat, die iranische Haltung für die Russen hilfreicher. Sowohl die Türkei als auch der Iran sind freilich in erster Linie wichtige geopolitische Dreh- und Angelpunkte. Die Türkei stabilisiert das Gebiet ums Schwarze Meer, kontrolliert den Zugang für diesen zum Mittelmeer, bietet Russland im Kaukasus Paroli, bildet immer noch ein Gegengewicht zum islamischen Fundamentalismus und dient als der südliche Anker der NATO. Eine destabilisierte Türkei würde wahrscheinlich mehr Gewalt im südlichen Balkan entfesseln und es zugleich den Russen erleichtern, den seit kurzem unabhängigen Staaten im Kaukasus erneut ihre Herrschaft aufzuzwingen. Trotz seiner zweideutigen Haltung gegenüber Aserbaidschan unterstützt der Iran die neue politische Vielfalt des mittelasiatischen Raumes auf ähnlich stabilisierende Weise. Er beherrscht die östliche Küstenlinie des Persischen Golfes, während seine Unabhängigkeit, ungeachtet aller gegenwärtigen Feindseligkeiten gegenüber den Vereinigten Staaten, jeder langfristigen russischen Bedrohung der amerikanischen Interessen in der Golfregion einen Riegel vorschiebt. Südkorea schließlich ist ein geopolitischer Angelpunkt in Fernost. Seine enge Bindung an die Vereinigten Staaten versetzt die Amerikaner in die Lage, ohne anmaßende Präsenz im Land selbst Japan abzuwehren und daran zu hindern, sich zu einer unabhängigen und größeren Militärmacht aufzuschwingen. Jede wichtige Veränderung im Status Südkorea, sei es durch Vereinigung oder durch eine Verlagerung in eine sich ausdehnende chinesische Einflusssphäre, würde unweigerlich Amerikas Rolle im fernen Osten und somit die Japans dramatisch verändern. Zudem wird Südkorea aufgrund seiner wachsenden Wirtschaftsmacht zu einem wichtigen Raum, den unter Kontrolle zu bekommen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die Aufstellung von geostrategischen Akteuren und geopolitischen Dreh- und Angelpunkten ist weder endgültig noch starr. Möglicherweise kommt der eine oder andere Staat irgendwann hinzu oder fällt weg. In mancherlei Hinsicht könnte man sicherlich Taiwan oder Thailand, Pakistan, vielleicht auch Kasachstan oder Usbekistan in die letztere Kategorie aufnehmen. Derzeit erscheint dies jedoch in keinem der genannten Fälle zwingend. Würde sich am Status eines dieser Staaten etwas verändern, so stünden größere Ereignisse dahinter, die gewisse Verschiebungen in der Machtverteilung mit sich brächten. Aber es ist fraglich, ob dies weitreichende Folgen katalytischer Art hätte. Losgelöst von China betrachtet, könnte die einzige Ausnahme das Taiwan-Problem darstellen. Doch problematisch würde es erst dann, wenn China den Vereinigten Staaten zum Trotz zur Eroberung der Insel massive Gewalt einsetzen sollte, weil dadurch die politische Glaubwürdigkeit der USA in Fernost ganz allgemein in Gefahr geriete. Die Wahrscheinlichkeit, dass dergleichen eintritt, scheint gering. Dennoch muss man diesen Gesichtspunkt im Auge behalten, wenn man eine Politik der USA gegenüber China entwirft. Ernste Entscheidungen und mögliche Herausforderungen. Stehen die Hauptakteure und die wichtigsten Dreh- und Angelpunkte erst einmal fest, so kann man die großen Verlegenheiten, in denen sich die Politik der USA befindet, benennen und die wichtigsten Herausforderungen, vor die sie auf dem eurasischen Kontinent gestellt sein könnte, besser vorausberechnen. Bevor wir diese Probleme im Folgenden umfassender erörtern, kann man sie in fünf großen Fragenkomplexen zusammenfassen. Welches Europa sollte sich Amerika wünschen und mithin fördern?
Welches Russland ist in Amerikas Interesse und was kann Amerika dazu beitragen? Wie stehen die Aussichten, dass im Zentrum Eurasiens ein neuer Balkan entsteht? Und was sollte Amerika tun, um die daraus entstehenden Risiken zu minimieren? Zu welcher Rolle in Fernost sollte man China ermutigen und welche Folgerungen sind aus dem bisher Gesagten nicht für die Vereinigten Staaten, sondern auch für Japan abzuleiten? Welche neuen eurasischen Koalitionen sind denkbar, die den Interessen der USA überaus gefährlich werden könnten und was muss getan werden, um sie auszuschließen? Die Vereinigten Staaten haben immer ihr aufrichtiges Interesse in einem vereinten Europa bekundet. Seit den Tagen der Kennedy-Administration wurden gebetsmühlenhaft gleichberechtigte Partnerschaft beschworen. Das offizielle Washington wurde nicht müde, seinen Wunsch zu beteuern, Europa zu einer Einheit zusammenwachsen zu sehen, die mächtig genug wäre, um sich mit Amerika die Verantwortung wie auch die Lasten einer globalen Führungsrolle zu teilen. Soweit die herrschende Sprachregelung zu diesem Thema. In der Praxis haben sich die Vereinigten Staaten weniger klar und eindeutig verhalten. Wünscht sich Washington wirklich ein Europa, das als ein gleichberechtigter Partner im Weltgeschehen auftritt, oder ist ihm ein ungleiches Bündnis im Grunde lieber? Sind die USA beispielsweise bereit, sich mit Europa die Führung im Nahen Osten zu teilen, einer Region, die nicht nur geografisch viel näher an Europa liegt als an Amerika, sondern in der einzelne europäische Staaten zudem seit langem eigene Interessen verfolgen? In diesem Zusammenhang fällt einem sofort das Problem Israel ein. Auch die euro-amerikanischen Meinungsverschiedenheiten über die Haltung gegenüber Iran und Irak wurden von den USA nicht als eine strittige Angelegenheit zwischen gleichgestellten Partnern, sondern als ein Fall von Insubordination behandelt. Die mehrdeutige Haltung in der Frage nach dem Ausmaß amerikanischer Unterstützung für die europäische Einheit schloss auch das Problem mit ein, wie Europas Einheit definiert werden und welches Land, wenn überhaupt eines, in dem Einigungsprozess die Führung übernehmen sollte. Washington hat London nicht davon abgebracht, in den Verhandlungen über die europäische Integration Uneinigkeit zu stiften, obwohl es andererseits deutlich zu erkennen gab, dass es die deutsche Führungsrolle einer Frankreichs vorziehe. Angesichts des traditionellen Tenors der französischen Politik ist dies verständlich, hatte aber zur Folge, dass damit der gelegentliche Anschein einer taktischen Entente zwischen Engländern und Franzosen gefördert wurde, um Deutschland einen Strich durch die Rechnung zu ziehen, wie auch einen zeitweiligen Flirt Frankreichs mit Moskau, um die amerikanisch-deutsche Koalition wettzumachen. Das Entstehen eines wirklich geeinten Europas, vor allem, wenn diese mit konstruktiver Unterstützung Amerikas geschehen sollte, wird bedeutsame Veränderungen in der Struktur und den Entscheidungsprozessen der NATO, des wichtigsten Verbindungsglieds zwischen Amerika und Europa, erforderlich machen. Die NATO bietet nicht nur den institutionellen Rahmen für die Ausübung amerikanischen Einflusses auf europäische Angelegenheiten, sondern auch die Grundlage für die politisch entscheidende Militärpräsenz der USA in Westeuropa. Im Zuge der europäischen Einigung wird jedoch diese Verteidigungsstruktur an die neue Wirklichkeit eines Bündnisses angepasst werden müssen, das auf einer mehr oder minder gleichberechtigten Partnerschaft beruht und eben nicht mehr eine Allianz ist, in der es, um traditionelle Begriffe zu gebrauchen, einen Hegemon und dessen Vasallen gibt. Trotz der bescheidenen Schritte, die 1996 unternommen wurden, um innerhalb der NATO die Rolle der Westeuropäischen Union, des Militärbündnisses der westeuropäischen Staaten, zu verbessern, ist dieses Problem bisher weitgehend umgangen worden. Eine wirkliche Entscheidung für ein vereintes Europa wird folglich eine weitreichende Neuordnung der NATO erzwingen, die unweigerlich die Vormachtstellung der USA innerhalb des Bündnisses schwächen wird. Kurzum, eine langfristige amerikanische Geostrategie für Europa wird die Fragen der europäischen Einheit und echter Partnerschaft mit Europa mit aller Bestimmtheit angehen müssen. Ein Amerika, das ein geeintes und somit unabhängigeres Europa wirklich will, wird sich mit seinem ganzen Gewicht für jene europäischen Kräfte einsetzen müssen, denen die politische und wirtschaftliche Integration Europas ein echtes Anliegen ist. Eine solche Strategie bedeutet aber auch, sich von den Relikten eines einstmals geheiligten Sonderverhältnisses zwischen den USA und dem Vereinigten Königreich zu verabschieden. Eine Politik für ein geeintes Europa wird sich außerdem, wenn auch gemeinsam mit den Europäern, der hochsensiblen Frage nach Europas geografischer Ausdehnung stellen müssen. Wie weit sollte sich die Europäische Union nach Osten erstrecken? Und sollten die Ostgrenzen der EU zugleich die östliche Frontlinie der NATO sein? Ersteres ist mehr eine europäische Entscheidung, wird sich aber unmittelbar auf eine NATO-Entscheidung auswirken. Diese allerdings betrifft auch die Vereinigten Staaten und die Stimme der USA ist in der NATO noch immer maßgebend.
Da zunehmend Konsens darüber besteht, dass die Nationen Mitteleuropas sowohl in die EU als auch in die NATO aufgenommen werden sollten, richtet sich die Aufmerksamkeit auf den zukünftigen Status der baltischen Republiken und vielleicht bald auf den der Ukraine. Dieses europäische Dilemma überschneidet sich weitgehend mit dem zweiten, bei dem es um Russland geht. Es ist leicht, auf die Frage nach Russlands Zukunft mit der Beteuerung zu antworten, dass man ein demokratisches, eng an Europa gebundenes Russland bevorzuge. Vermutlich brächte ein demokratisches Russland den von Amerika und Europa geteilten Werten mehr Sympathie entgegen und würde demgemäß auch mit größerer Wahrscheinlichkeit ein Juniorpartner bei der Gestaltung eines stabileren und kooperativeren Eurasien. Aber Russland hegt womöglich weitergehende Ambitionen und gibt sich nicht damit zufrieden, als Demokratie Anerkennung und Respekt zu erlangen. Innerhalb der russischen Außenamtsbehörde, die zum größten Teil aus früheren Sowjetbürokraten besteht, lebt und gedeiht ungebrochen ein tiefsitzendes Verlangen nach einer Sonderrolle in Eurasien, die folgerichtig mit einer neuerlichen Unterordnung der nun unabhängigen ehemaligen Sowjetrepubliken gegenüber Moskau einherginge. In diesem Zusammenhang wittern einige einflussreiche Mitglieder der russischen Politbürokratie sogar hinter einer freundlichen Politik des Westens die Absicht, Russland seinen rechtmäßigen Anspruch auf Weltmachtstatus streitig zu machen. Die Vereinigten Staaten und die Länder der NATO sind dabei, ob zwar unter größtmöglicher Rücksichtnahme auf Russlands Selbstachtung, aber nichtsdestoweniger entschieden und beständig die geopolitischen Grundlagen zu zerstören, die, zumindest theoretisch, Russland die Hoffnung lassen könnten, sich in der Weltpolitik den Status der Nummer 2 zu erwerben, den früher die Sowjetunion innehatte. Überdies wird Amerika unterstellt, es verfolge eine Politik, in der die vom Westen betriebene Neuordnung des europäischen Raumes im Grunde vom Gedanken geleitet ist, in diesem Teil der Welt neue, relativ kleine und schwache Nationalstaaten durch deren mehr oder weniger enge Bindung an die NATO, die EU und dergleichen zu stützen. Die zitierten Stellen beschreiben zutreffend, wenn auch nicht ohne eine gewisse Feindseligkeit, das Dilemma, mit dem es die Vereinigten Staaten zu tun haben. Wie weit sollte die Wirtschaftshilfe für Russland gehen, die das Land politisch und wirtschaftlich zwangsläufig stärkt? Und in welchem Maße sollte parallel dazu den neuerdings unabhängigen Staaten geholfen werden, ihre Unabhängigkeit zu verteidigen und zu festigen? Kann Russland gleichzeitig ein mächtiger Staat und eine Demokratie sein? Sollte es seine frühere Macht wiedererlangen, wird es dann nicht sein verloren gegangenes Reichsgebiet zurückgewinnen wollen? Und kann es dann sowohl ein Weltreich als auch eine Demokratie sein? Eine Politik der USA gegenüber den wichtigen geopolitischen Angelpunkten Ukraine und Aserbaidschan kann dieses Problem nicht umgehen. Daher sieht sich Amerika, was das taktische Gleichgewicht und die strategische Zielvorstellung angeht, in einer Zwickmühle. Russlands innenpolitische Erholung ist wesentliche Voraussetzung für seine Demokratisierung und letztendlich für seine Europäisierung. Aber jede Erholung seines imperialen Potenzials wäre beiden Zielen abträglich. Zudem könnte es über diese Fragen zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vereinigten Staaten und einigen europäischen Staaten kommen. Besonders bei einer Erweiterung von EU und NATO. Sollte Russland als Anwärter auf eine Mitgliedschaft in einer dieser beiden Strukturen in Betracht gezogen werden? Und was wäre dann mit der Ukraine? Bei einem Ausschluss Russlands könnte der dafür zu entrichtende Preis hoch sein. Die Russen würden sich in ihren Vorurteilen und Ängsten bestätigt fühlen, eine Art von self-fulfilling prophecy griffe um sich. Aber eine Aufweichung der EU oder der NATO könnte sich nicht minder destabilisierend auswirken. Eine weitere große Unsicherheit droht dem geopolitisch im Fluss befindlichen zentraleurasischen Raum, die durch die potenzielle Verwundbarkeit der Angelpunkte Türkei und Iran noch verstärkt wird. In dem auf der folgenden Karte eingezeichneten Gebiet von der Krim im Schwarzen Meer geradewegs entlang der neuen südlichen Grenzen Russlands nach Osten bis zur chinesischen Provinz Xinjiang, von da südlich zum Indischen Ozean hinab, weiter nach Westen bis zum Roten Meer, nach Norden zum östlichen Mittelmeer und zurück zur Halbinsel Krim, leben an die 400 Millionen Menschen in etwa 25 Staaten, die fast allesamt sowohl ethnisch als auch in ihrem religiösen Bekenntnis heterogen und politisch weitgehend instabil sind. Einige dieser Staaten sind womöglich gerade dabei, sich Atomwaffen zu beschaffen. In diesem von leicht entflammbaren Hassgefühlen zerrissenen und von miteinander konkurrierenden mächtigen Nachbarn umgebenden Raum werden sich vermutlich Kriege zwischen Nationalstaaten wie auch, was noch wahrscheinlicher ist, langwierige ethnische und religiöse Konflikte abspielen. Deren regionale Ausdehnung wird maßgeblich davon abhängen, ob Indien als Hemmnis wirkt
oder ob es von der ein oder anderen Gelegenheit Gebrauch macht, Pakistan seinen Willen aufzuzwingen. Die innenpolitischen Spannungen der Türkei und des Irans werden sich wahrscheinlich zuspitzen und beide Staaten weitgehend um ihre stabilisierende Rolle bringen, die sie in dieser unruhigen Region zu spielen vermögen. Derartige Entwicklungen wiederum werden die Assimilierung der neuen zentralasiatischen Staaten an die internationale Gemeinschaft erschweren und auch die bisher vor allem von den USA gewährleistete Sicherheit der Golfregion nachhaltig beeinträchtigen. Hier jedenfalls könnte Amerika die internationale Gemeinschaft mit einer Herausforderung konfrontiert werden, die die gegenwärtige Krise im früheren Jugoslawien weit in den Schatten stellen wird. Teil des Problems in dieser instabilen Region könnte eine Bedrohung der amerikanischen Vormachtstellung durch den islamistischen Fundamentalismus werden. Unter Ausnutzung der religiösen Feindseligkeit gegenüber dem American Way of Life und des arabisch-israelischen Konflikts könnte der islamische Fundamentalismus einige pro-westliche Regierungen im Nahen Osten unterminieren und schließlich amerikanische Interessen in der Region, besonders am Persischen Golf, gefährden. Ohne politischen Zusammenhalt und ohne die Rückendeckung eines wirklich mächtigen islamischen Staates fehlte es dem islamischen Fundamentalismus an einem geopolitischen Kern. Deshalb würde die von ihm ausgehende Kampfansage sich wahrscheinlich eher diffuser Gewaltbahn brechen. Ein geostrategisches grundlegendes Problem wirft Chinas Aufstieg zur Großmacht auf. Die beste Lösung wäre es, wenn man ein zur Demokratie findendes, marktwirtschaftlich organisiertes China in einen größeren Rahmen regionaler Zusammenarbeit einbinden könnte. Doch was ist, wenn China nicht demokratisch, aber wirtschaftlich und militärisch immer mächtiger wird? Ein größeres China wird es wohl geben, ganz gleich, was seine Nachbarn sich wünschen oder ausrechnen. Und alle Bemühungen, dies zu verhindern, könnten einen sich verschärfenden Konflikt mit China heraufbeschwören. Ein solcher Konflikt könnte die amerikanisch-japanischen Beziehungen belasten. Denn es ist keineswegs sicher, ob Japan Amerikas Versuch, China Paroli zu bieten, mittragen würde. Und Tokios Definition seiner Rolle in der Region mit womöglich revolutionären Konsequenzen ändern, ja vielleicht sogar das Ende der amerikanischen Präsenz im Fernost einleiten. Eine Übereinkunft mit China wird jedoch ihren Preis fordern. China als regionale Macht zu akzeptieren heißt mehr als nur einem Schlagwort beizupflichten. Jede derartige regionale Vorherrschaft wird ein gewisses Gewicht haben müssen. Um es ganz deutlich zu formulieren, wie groß sollte Chinas Bannkreis sein und wohin sollte sich die chinesische Einflusssphäre erstrecken, die Amerika bereit wäre, als Teil einer Politik der Einbindung Chinas in die Weltpolitik zu akzeptieren? Welche der heute außerhalb seines politischen Radius liegenden Gebiete müssten möglicherweise dem Herrschaftsbereich des wiederauferstehenden Himmlischen Reiches zugestanden werden? Vor diesem Hintergrund gewinnt das Festhalten Amerikas an seiner militärischen Präsenz in Südkorea besondere Bedeutung. Ohne sie ist der Fortbestand des amerikanisch-japanischen Verteidigungsabkommens in seiner gegenwärtigen Form schwer vorstellbar, denn Japan wäre dann zwangsläufig militärisch stärker auf sich gestellt. Hingegen dürfte jeder Schritt zu einer Wiedervereinigung Koreas die Grundlage für eine fortdauernde militärische Präsenz der USA in Südkorea stören. Ein wiedervereinigtes Korea könnte sich möglicherweise gegen eine Fortdauer des US-militärischen Schutzes entscheiden. Und in der Tat könnte das der Preis sein, den China dafür verlangt, dass es seinen Einfluss für die Wiedervereinigung der Halbinsel geltend macht. Kurz, das Verhältnis der USA zu China wird unweigerlich unmittelbare Auswirkungen auf die trilaterale Sicherheitspartnerschaft zwischen den USA, Japan und Korea haben. Schließlich sollte noch auf ein paar Eventualfälle zukünftiger politischer Ausrichtungen hingewiesen werden. In der Vergangenheit haben die Kämpfe einzelner Staaten um die regionale Vorherrschaft die internationale Politik weitgehend bestimmt. Von nun an steht Amerika vor der Frage, wie es mit der regionalen Koalitionen fertig wird, die es aus Eurasien hinauswerfen wollen und damit seinen Status als Weltmacht bedrohen. Ob sich solche Koalitionen tatsächlich bilden, um die amerikanische Vormacht herauszufordern, wird allerdings in sehr hohem Maße davon abhängen, wie die USA auf die hier dargelegten Zwangslagen reagieren. Das gefährlichste Szenario wäre möglicherweise eine große Koalition zwischen China, Russland und vielleicht dem Iran, ein nicht durch Ideologie, sondern durch die tief sitzende Unzufriedenheit aller Beteiligten geeintes antihegemoniales Bündnis. Ein solches Bündnis würde in Größenordnung und Reichweite an die Herausforderung erinnern, die einst von dem chinesisch-sowjetischen Block ausging, obgleich diesmal wahrscheinlich China die Führung übernehme und Russland sich dieser anschlösse. Um diese Eventualität, wie fern sie auch sein mag, abzuwenden, müssen die Vereinigten Staaten gleichzeitig an der westlichen, östlichen und südlichen Peripherie Eurasiens geostrategisches Geschick beweisen.
Eine geografisch begrenztere, womöglich aber noch folgenreichere Herausforderung könnte eine chinesisch-japanische Achse bedeuten. Sollte Amerikas Stellung im Fernen Osten zusammenbrechen und sich Japans Weltsicht auf revolutionäre Weise ändern. Eine solche Achse verbände die Macht zweier außerordentlich produktiver Völker und könnte sich eine gewisse Form von Asianismus als eine beide Partner vereinigende, anti-amerikanische Lehre zunutze machen. Angesichts der beiderseitigen historischen Erfahrung scheint es jedoch unwahrscheinlich, dass China und Japan in absehbarer Zukunft miteinander ein Bündnis eingehen. Allerdings sollte eine weitblickende amerikanische Politik in Fernost sehr wohl in der Lage sein, das Eintreten eines solchen Falles zu verhindern. Nicht minder abseitig, aber nicht völlig auszuschließen, ist die Möglichkeit einer großen europäischen Neuorientierung, die entweder eine deutsch-russische Absprache oder eine französisch-russische Entente zufolge hätte. Für beide gibt es in der Geschichte eindeutige Präzedenzfälle, und zu einer von beiden könnte es kommen, wenn die europäische Einigung ins Stocken geriete und sich die Beziehungen zwischen Europa und Amerika ernsthaft verschlechtern sollten. Tatsächlich könnte man sich im letzteren Fall eine europäisch-russische Übereinkunft vorstellen, die Amerika vom Kontinent ausschlüsse. Gegenwärtig scheinen alle diese Varianten unwahrscheinlich. Andernfalls müssten sich nicht nur die Amerikaner in ihrer Europapolitik schwer vertun, sondern auch auf Seiten der wichtigsten europäischen Staaten müsste eine dramatische Um- oder Neuorientierung erfolgen, was die Zukunft auch bringen mag. Der Schluss liegt nahe, dass die amerikanische Vormachtstellung auf dem eurasischen Kontinent durch Turbulenzen und vielleicht zumindest sporadische Ausbrüche von Gewalt erschüttert werden wird. Sie könnte neuen Herausforderungen ausgesetzt sein, sei es von Anwärtern auf regionale Machtpositionen oder sei es von neuen Konstellationen. Das gegenwärtig herrschende globale System der USA, innerhalb dessen die Kriegsgefahr vom Tisch ist, bleibt aller Wahrscheinlichkeit nur in jenen Teilen der Welt stabil, in denen sich die von einer langfristigen Geostrategie gelenkte Vormachtstellung Amerikas auf vergleichbare und wesensverwandte soziopolitische Systeme stützt, die miteinander durch multilaterale, von Amerika dominierte Strukturen verbunden sind.